Hallo Leute, für alle, die es noch nicht wissen, ich habe 12 Jahre auf Gran Canaria gelebt und habe mich mit den Jahren mit einigen Dingen beschäftigen müssen, von denen ich vorher so gut wie nichts wusste. Eins meiner Lieblingsthemen ist die Luftqualität auf den Kanarischen Inseln. Wenn ihr meine Videos verfolgt oder anschaut, dann werdet ihr sehen, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Heute möchte ich euch erzählen, was ich neu entdeckt habe und über 3 Monate recherchiert habe. Denn auch über diese Sache habe ich vorher nichts gewusst. Doch, aufgepasst, Leute! Es geht um Schimmelpilze. Schimmelpilze kommen nicht nur in Häusern, wo Feuchtigkeit herrscht, oder an solchen Plätzen vor, sondern auch in der freien Natur, und zwar überall. Wir leben mit ihnen, aber es ist schon wichtig, dass die Konzentration nicht allzu hoch ist. Ich habe den Schimmelpilzspiegel in der Luft auf Gran Canaria 3 Monate beobachtet und bin zu folgendem Ergebnis gekommen. Der Schimmelpilzspiegel war die ganzen 3 Monate auf Gran Canaria eklatant hoch. Im Gegensatz zu Deutschland, wo der Schimmelpilzspiegel die ganze Zeit niedrig war. Nicht nur Schimmelpilze im Haus machen krank, sondern auch Schimmelpilze in der Umgebungsluft können krank machen, wenn sie in hoher Konzentration vorherrschen und du als Mensch empfindlich reagierst. Das hat dann zur Folge, dass du Husten, Fließschnupfen und andere allergische Reaktionen bekommen kannst. Es kann zum Beispiel Nesselfieber oder ein allergisches Asthma auftreten. Also die letzten 3 Monate meiner Beobachtung beweist mir, dass die Luft auf Gran Canaria für Menschen mit Atemwegserkrankungen oder Empfindlichkeiten in die Richtung absolut nicht das Richtige ist.